Guten Morgen, es geht los. Herzlich willkommen an der 5. DINACON hier in Basel. DINACON, das steht für die Konferenz für digitale Nachhaltigkeit, und ich freue mich, dass ich Ihnen hier die volle Bandbreite der digitalen Nachhaltigkeit präsentieren darf hier in Basel, im Baloise-Park. Anders freue ich mich auch auf unsere Keynote-Speaker, denen wir die Frage stellen, wie wir eigentlich mehr digitale Souveränität erhalten können. Die beiden haben Ideen über Open Source und Datenkollektive, mit den Ansätzen wir möglicherweise mehr Souveränität erhalten. Ich bin Francesca Giardina. Die letzten Jahre habe ich im Rahmen der parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit die DINACON geleitet und moderiert und bin nun bei der Stiftung Mercator und bin aber immer noch im DINACON-Team. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen nervös. Lampenfieber bekommt man im Homeoffice nicht so. Und jetzt nach so vielen Jahren, nach 2 Jahren, wieder auf der Bühne zu stehen vor so vielen Leuten. Genau, da habe ich ein bisschen Lampenfieber, aber die Freude ist auch umso größer. Ich möchte aber auch die Gäste, die digital teilnehmen, willkommen heißen. Wir sind nämlich hybrid und das ist für uns ein Novum. Und es ist aber auch sehr cool. Es war eine technische Herausforderung, die wir hoffentlich meistern. Bevor wir uns in den Inhalt stürzen, habe ich noch ein paar wichtige organisatorische Informationen für die Gäste, digital und physisch. Für beide ist es ganz wichtig, alle Informationen sind auf der Webseite dinacon.ch/dinaconkonferenz2021 zu finden. Da sind wirklich auch alle Räume, auch der Networking-Raum für die digitalen Gäste, der Ablauf etc. sind da drauf. Praktischerweise hat die Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit der Uni Bern auch eine App programmiert. Da sind auch alle Informationen zu finden. Die App finden Sie im App Store und im Play Store, und die App heißt offiziell Next Events. Dann noch wichtig für die Gäste vor Ort. Das Wichtigste ist wahrscheinlich Wi-Fi. Die Codes haben Sie wahrscheinlich schon erhalten beim Eingang, und sonst beim Infodesk bei der Steffi können Sie noch Wi-Fi-Codes abholen. Die sind individuell. Dann, wenn Sie frische Luft brauchen, kurz den Kopf durchlüften möchten, nehmen Sie unbedingt Ihr Lanyard mit. Somit erkennt die Security, dass Sie Teil von der DINACON sind. Und noch zum Schluss, wir würden uns freuen, wenn sich alle hier im Raum und auch digital mit Respekt begegnen würden. Wir halten uns dafür an den Conference Code of Conduct. Den finden Sie unter confcodeofconduct.com. Genau, und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn wir ein bisschen Buzz in den sozialen Medien erhalten. Letztes Jahr waren wir bei Trending in Switzerland, auf Twitter waren wir auf Platz 4. Wenn heute nichts anderes Newswürdiges geschieht, sind wir vielleicht sogar auf Platz 1. Also twittern Sie fleißig und adden Sie uns und benutzen Sie den Hashtag DINACON21. Genau, an dieser Stelle möchte ich mich vor allem zuerst mal bedanken, und zwar bei den veranstaltenden Organisationen, die ganz viel Herzblut und Energie hereingesteckt haben. Dann auch bei unseren Sponsoren, ohne die das Ganze gar nicht möglich gewesen wäre. Auch bei der Community, die ganz viel Inhalt geliefert haben und für uns Promo gemacht haben. Und ganz zum Schluss, aber ganz wichtig, auch bei unseren Schlüsselpartnern. Das wäre zu einem die Stiftung Mercator Schweiz, die Hasler Stiftung und die Baloise Group. Wir sind heute nämlich zum ersten Mal hier in Basel bei der Baloise Group. Und Sie sind heute unsere Gastgeberin. In dieser Rolle als Gastgeberin möchte uns Kim Berndorf auch offiziell begrüßen. Und ich freue mich, Kim auf die Bühne zu bitten. Herzlich willkommen auch von meiner Seite und natürlich herzlich willkommen auch von der gesamten Baloise-Gruppe. Wir freuen uns sehr, Sie alle heute vor Ort, aber eben auch online hier in unserem neuen Ausbildungszentrum im Baloise-Park begrüßen zu dürfen. Und vor allem möchte ich natürlich auch der Geschäftsleitung der Baloise dafür danken. Was ganz wichtig oder ganz interessant war, als die Baloise angefragt wurde, ob sie denn die DINACON unterstützen möchte und könnte, war eigentlich relativ schnell klar, der Baloise ist es ein großes Anliegen. Die
den Austausch zum Thema digitale Nachhaltigkeit zu unterstützen. Und dann kommt eigentlich direkt die DINACON mit in den Kopf. Also daher, es war gar nicht groß Diskussion, sondern für uns ist es klar, die Verknüpfung von Megatrends wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist das, was unsere Gegenwart und auch unsere Zukunft prägt. Daher sind wir sehr, sehr froh, dass wir auch die DINACON unterstützen können. In Bezug auf Nachhaltigkeit gehen wir das Thema bei der Baloise sehr, sehr breit an. Das heißt, wir schauen von den Ressourcen, die wir nutzen bei der Baloise, um unser Geschäft zu betreiben, hin zu gewissen Rahmenprozessen, wo sicherlich eben auch Informationstechnologie ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, um überhaupt als Geschäft Wert schaffen zu können über positive und negative Auswirkungen, die wir als Baloise haben. Weil heute muss man sich als Unternehmen bewusst sein, man macht auch gegebenenfalls nicht nur Gutes in der Welt. Das ist für uns ganz wichtig und ich möchte Sie heute alle dazu anhalten, den Tag zu nutzen, um genauso breit und umfassend über das Thema digitale Nachhaltigkeit zu diskutieren. Das beinhaltet daher sicherlich auch Risiken, Herausforderungen, derer wir uns stellen müssen, um einen digitalen, nachhaltigen Wandel in der Gesellschaft voranzutreiben. Aber, das ist mir ganz wichtig, nicht die Chancen vergessen. Das Teilen von Wissen, das kooperative Vorantreiben von neuen, innovativen Technologien und auch die Inklusion, um einen breit abgestützten Wandel in der Gesellschaft zu haben, den wir alle nutzen können, als Unternehmen, als Gesellschaft und als Individuum. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich möchte eigentlich gar nicht sehr viel mehr einleitende Worte verlieren und den Inhalt abhalten oder Sie vom Inhalt abhalten. Daher möchte ich Ihnen nur noch wünschen, ganz viele wertvolle Eindrücke, die eine langanhaltende Wirkung haben und ganz viel Spaß. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, Kim.